Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Wir waren schon lange nicht mehr hier, außer mit den Mods natürlich, ne? Aber es gab ein neues Update, Leute. Das DLC Pack 4 ist da. Ja, man muss es kaufen, kostet 7,99 €. Mit dabei sind zwei neue Helden. Zwei neue Charaktere, die wir uns heute ansehen. Die sind einfach nur mega geil. Freue ich mich den Arsch weg. Habt ihr am Thumbnail wahrscheinlich eh schon gesehen. 5 neue Parallelquests. 2 neue Kostüme und Accessoires, da kommen noch mehr und mehr dazu. Und 8 neue Skills, beziehungsweise 15 neue Superseelen. Mega nice. Und eine neue Stage. Tournament of Power Arena gibt's angeblich nun auch. Leute, ich bin gehypt. Wir gucken uns die neuen Helden an. Los geht's. Also die neuen Parallelquests, ist meine Cam gerade drüber, ja ich weiß. Die erste ist legendärer Super Saiyajin, da will Freezer mal die Kraft von Broly testen. Das werden wir uns auf jeden Fall ansehen. Dann gibt es noch Freezers Armee auf der Jagd, legendärer... Was? Hungernder Saiyajin? Okay. Legendärer Hungernder Saiyajin. Kampf der Fusionen. Sieht auch ganz interessant da unten aus, wenn man sich die Gegner ansieht, ne? Und der letzte, der ultimative, legendäre Super Saiyajin. Da habe ich ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Ob wir dafür stark genug sind. Ich würde auch sagen, wir gehen mal zum Testen, wo wir all unsere neuen Charaktere testen. Gehen wir jetzt mal zu Freezer rein, auf relativ leicht sozusagen, denn wir wollen uns mal die neuen Fähigkeiten ansehen, beziehungsweise die zwei neuen Helden, ne? Die zwei neuen Helden. Epsilon Sapnel wahrscheinlich eh schon gesehen, wie gesagt, der neue Broly aus dem Movie. Mega nice, seht ihr ihn rechts. Das ist schon geil. Und das ist im Rage-Modus, also er ist sehr angepisst. Das ist ein Muskelpaket, ne? Und Super Saiyajin Blue Gogeta. Auf den habe ich am meisten gefreut. Ganz ehrlich, Gogeta Super Saiyajin Blue ist einfach nur geil, ne? Wie ihr seht, das sind die Fähigkeiten. Mega, mega krass. Und hier auch bei Broly. Und die zwei werden wir uns einfach mal ansehen, ne? Ich würde sagen, wir starten sogar mit unserem Gogeta Super Saiyajin Blue. Ja, nehmen einfach irgendwelche Helden mit, ist komplett egal. Wir gucken uns einfach nur mal Gogeta an. Also ich kann schon mal sagen, er sieht auf jeden Fall mega gut aus. Man guckt dann euch an, ne? Er ist halt schon geil, ne? Was kann er denn alles? Kann er sich nochmal... Nein, er kann sich nicht nochmal verwandeln. Okay, okay. Wutschwund Bestrafungsschild. Kann das mal einfach nur wegbeamen? Hat er gar keine Fähigkeit, sein Ki zu laden? Strafungsschild? Das sieht krass aus. Das nenne ich mal ein Schild, ja. Ich kann noch Geistblaster. Das ist sexy. Kann ich damit auch Freezer von hier treffen? Wenn er mich so bewegen würde, ja. Ja. Oh Gott, das ist eine krasse Fähigkeit. Und Super Wut-Tanz. Können wir es mal näher ran? Upsi. Müssen wir näher ran? Upsi. Hey, bleib doch mal stehen, Alter. Nein, da hat er umgebracht. Lädt sich unser Key automatisch? Das ist halt sexy, ne? Das ist halt sexy. Ne, unser Key. Wie lädt sich unser Key bitte auf? Also außer durch Kämpfen, ne? Komm mal her da, Mann. Mann, wer geht da? Das war die Fähigkeit? Oh Gott, nochmal. Ah, komm her. Bleib doch mal stehen, Mann. Hör auf zu nerven. Okay, greife normal an, wie das so aussieht. Sieht gut aus, sieht gut aus. Und jetzt mit schweren Angriffen. Hä? Bleib mal da. Ich muss das austesten, Leute. Wie sehen die schweren Angriffe aus? Komm mal her. Mann, hör auf zu nerven. Ich will dich nur angreifen. Ich will dich nicht töten, Mann. Ich will dich jetzt nicht töten. Oh, ganz nice eigentlich. Ganz nice eigentlich. Ja, er ist schon cool, er ist schon cool. Ah, wieder nehmen. Komm, bleib mal da, Mann. Dann halt den Blaster. Der ist halt sexy, ne? Der ist halt echt sexy. Okay, es hat damit zu tun, wie viel Key man hat. So lange hält der Blaster. Jetzt will ich aber echt nochmal... Können wir mal da bleiben? Komm her. Oh ja, sieht gut aus. Und ja, so lädt der Key auf. Der Wut-Tanz ist krass, okay. Der haut rein. Also von Super Saiyajin Blue Gogeta bin ich schon mal überzeugt. Geile Angriffe. Jetzt haben wir die Ultis gar nicht angesehen.
Die Ultis, Leute. Ah, die gehen ja sterben halt so schnell, ne? In diesem Level. Aber es ist ja gut zum Trainieren. Gut zum Probieren. Hä? Was ist denn jetzt los? Hast du eine Mission für dich? Sie gibt es etwas als Dank. Blockbuster-Brille erhalten. Okay. Ich habe eine Blockbuster-Brille erhalten. Was? Mal kurz anziehen. Mal kurz anziehen. Wir haben ja jetzt die Sonnenbrille von Muten Roshi. Blockbuster-Brille. Ach du Scheiße. Zubehör, das zum... Das ist das 10 Millionste verkaufte Exemplar. Alter, 10 Millionen. Diese Brille ist halt mega sexy, ne? Wir lassen sie mal an. Sie ist einfach sexy und wie ehrend den Augenblick. Oh Mann. So Leute, ich habe jetzt nochmal einen Kampf gestartet und werde jetzt mal mit Gogeta einen schönen Ulti starten, wollte ich sagen. Das sah schon mal ziemlich gut aus. Ist jetzt aber, glaube ich, nichts Neues, ne? Götterrächer! Daneben? Was? Ja, den Götterrächer muss ich treffen. Das ist, glaube ich, eine neue Fähigkeit. Aber wir brauchen erstmal Key dafür wieder. Dass ich ja nur sehr langsam auflädt, da wir keine Key-Aufladung haben. Er kämpft schon richtig cool, ja. Muss man ihm lassen. Ist ein geiler Held. Auf jeden Fall. Dann geht das Key laden. Haben wir schon genug? Ja, schon genug. Okay. Götterrächer! Wieder daneben! Oh, das ist schwer zu treffen. Schade. Schade, schade. Aber das Super kann man machen, wie gesehen. Immerhin. Ich versuche jetzt nochmal, ob wir den Götterrächer nochmal rankriegen. Und sich einfach nur Key laden, sozusagen. Ein bisschen abwarten. Jetzt kommen noch drei. Ich würde den Götterrächer halt schon gern in Einsatz sehen. Es scheint ein bisschen schwer zu treffen zu sein. So eine neue Combo. Das war sexy. Die Combo war jetzt sexy. Habe ich den deaktiviert? Das ist schon mal nett. Naja, ich mag ihn. Er fühlt sich echt gut an zu spielen, Gogeta. Muss ich schon sagen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich will jetzt mal den Götterrächer treffen. Okay, das sind einfach nur zwei Kugeln. Hat jetzt nicht so krasses bewirkt, wie ich dachte. Schade, schade. Gucken wir uns noch einmal den Geisterblaster an. Oh, der ist nice. Zack, 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 zack. Ja, der gefällt mir gut. Der gefällt mir gut. Aber Leute, ab geht's zu Broly. Ich muss sagen, er sieht schon mal wieder echt gut aus, ne? Er ist auch direkt im Super Saiyajin. Kann. Nö, kann auch nicht sich hier weiterentwickeln. Riesenbrüllen. Okay. Maximal Ladung. Okay, kann laden. Er hat Riesenzorn. Ist das ein Buff oder was ist das eigentlich? Mal austesten. Was ist Riesenzorn? Ja, ist ein Angriff. Okay, wir müssen Riesenzorn austesten. Bleib mal stehen, Freezer. Hat ihn einfach komplett verprügelt. Aufgeladener Knall. Das ist auch nicht schlecht. Die Fähigkeiten sind krass. Dann müssen wir noch die anderen Fähigkeiten uns angucken. Ja, ich mache es am liebsten hier. Warum? Weil hier so geiles Licht ist, ne? Das ist ein Anstürmen, okay. Normaler Angriff, wie sieht der eigentlich aus? Oh, sehr brutal. Sehr brutal. Hör mal auf, mich anzugreifen. Ich bin fucking Brody. Gott, geht der mir auf die Nerven. Was war jetzt noch? Riesenzorn? Ganz schön Ladung haben wir. Ah, das war der Angriff. Okay. Aufklar, Knall war das. Boom. Ist ganz nice. So. Hau mich aber nicht um. Ich will die Ultis auf jeden Fall sehen. Hör mal auf, mich anzugreifen, Mann. Die Ultis auf jeden Fall sehen. Ist eine Ulti bereit? Ja, Riesenmeteor ist bereit. Frage ist, ist das ein Nahkampfangriff oder nicht? Okay, das war geil. Das war auf jeden Fall schon mal mega geil, Leute. Das nehme ich. Krasse Fähigkeit. Aber wir haben noch eine zweite. Und zwar Riesenbrüllen. Ich gehe mal näher ran. Ich denke, ich muss auch nicht so weit neben sein, ne? Bleib mal stehen.
Also, Broly ist schon ein bisschen hart OP, ne? Flup! Das ist Bällchen! Flup! Down! Dieses Bällchen! Wie stark Broly ist! Alter, leckt mich am Arsch! Leckt mich am Arsch! Okay, Broly, von den Techniken her fühlt er sich stärker an. Als Super Saiyajin, Blue, Gogeta. Aber krass. Hey, ich habe die 7 Dragon Balls gesammelt, versehentlich. Geil. Das ist schon nice, Leute. Das ist schon nice. Finde ich geil. Aber jetzt ist die Frage, ne? Sollen wir die 5 neuen Parallel-Quests machen oder nicht, ne? Also noch ein Video. Ich wollte euch heute auf jeden Fall nur mal kurz Super Saiyajin Blue Gogeta vorstellen, der hinten steht, übrigens hinter uns. Und den neuen Broly. Finde ich nämlich mega geil, dass die in Xenoverse schon beide da sind. Ist das erste Spiel, glaube ich, von Dragon Ball, das am 19.12. den neuen Movie Broly und Super Saiyajin Blue Gogeta hat. Finde ich geil. Mussten wir uns auf jeden Fall ansehen. Und ich finde die Brille auch ziemlich geil für die 10 Millionen Downloads. Mega nice. Leute, ja. Das war heute auf jeden Fall mal kurz der Einblick in das neue DLC. Wie gesagt, haut mal in die Kommentare, ob wir die Missionen spielen sollen, die 5 neuen. Und ja, lass ein Abo da, um nichts zu verpassen. Hier bist du immer am neuesten Stand. Schau auch gerne bei den anderen Let's Plays vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, haut rein und ciao.